So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Storm Silver. Im letzten Part habe ich versprochen, dass wir uns nun daran machen, unser letztes Teammitglied uns zu fangen. Und das werden wir noch tun. Ich habe vielleicht, wie ihr bemerkt habt, einen kleinen Moment Pause gemacht. Das lag einfach daran, dass ich ein paar Probleme hatte, mich erstens zu entscheiden, wen ich denn nun genau fange und wo ich dieses Pokémon auch finde. Allerdings habe ich mich nur entschieden und ich werde mich auf den Weg machen, um dieses Pokémon zu fangen als letztes Mitglied in unserem Team. Dazu müssen wir allerdings ein recht weites Stück wieder zurückfahren. Da könnte man sich wieder fragen, warum hat er es nicht bereits eher gefangen? Aber die Erklärung habe ich gerade geliefert. Das erste, was wir nun in dieser Stadt tun müssen, ist kurz Platz machen in unserem Team. Was nun auch bedeutet, dass Mara unser Team verlassen wird. Sie hat gute Arbeit geleistet, definitiv. Aber mit diesem Team könnte ich das Spiel nicht vervollständigen. Das wäre schlecht. Von daher wird Mara nun das Team verlassen. Und wir werden den letzten Platz mit einem weiteren Pokémon auffüllen, was definitiv ein Wasser-Pokémon ist, beziehungsweise ein Pokémon, was Surfer lernen kann. Des Weiteren möchte ich noch etwas ausprobieren. Es könnte sein, dass es ein sehr langer Part wird, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob das klappt, was ich mir erhoffe. Vor allem, wir haben Donnerwelle. Können wir jemanden Wasserpuls beibringen? Das ist so eine Attacke, die ich wahrscheinlich sowieso nie wieder brauche. Baby. Wäre das sinnvoll? Es hat einen Grund, es hat einen speziellen Grund, warum ich das gerade tue. Nicht wirklich. Das wäre eine schlechte Idee. Ah, nein. Es hat spezielle Gründe, warum ich das gerade versuche. Die werde ich dann später erläutern. Wie sieht es denn aus mit Donnerwelle? Kann das jemand erlernen? Sayaska und Okt können das erlauben. Dann bringen wir das doch mal Okt bei und hauen hinterher eine andere Attacke drüber. Und hauen Nightshade, glaube ich, raus, weil das werde ich nie nutzen. Ja, hauen Nightshade dafür raus. Kein... Wie heißt die Attacke auf Deutsch? Nachtnebel, genau, Nachtnebel. Kein Nachtnebel mehr für Okt. Stattdessen Donnerwelle, was interessante Wahl ist. Aber sie wird nicht von Dauer sein. Hallo Aprikoko, die nehmen wir auch noch eben mit. Habe ich überhaupt Pokébälle? Ich habe gar nicht nachgeschaut. Es wäre vielleicht sinnvoll, auch Pokébälle zu haben. Werden wir in der nächsten Stadt nachschauen, denn ich muss noch eine gesamte Stadt weiter zurückfahren. Was ärgerlich ist, natürlich, aber es lässt sich nicht verhindern. Ich hätte es vielleicht verhindern können, indem ich eher ein Pokémon gefangen hätte, allerdings habe ich das nicht getan. Von daher, auf geht's in die nächste Stadt, beziehungsweise in die letzte Stadt, in die vorherige Stadt. Irgendwie so ergibt das schon Sinn. Keine Ahnung, was dieses Vulpix gerade für eine Fähigkeit hatte. Komme ich überhaupt in die vorherige Stadt, ohne zu kämpfen? Doch, es müsste gehen. Schön, dann muss ich gar nicht mich ständig mit irgendwelchen wilden Pokémon abgeben. Das wäre sehr cool. Ja, durch den Nationalpark, wo in der näheren Umgebung auch diese Pokédome oder Poké-Adlon-Dome noch ist, wo wir den jetzt auch mal irgendwann nochmal anschauen werden. Einfach aus Interesse. Und nun geht's wieder zurück Richtung vorheriger Stadt. Wiederhole mich gefühlt, aber das macht nichts. Denn ich habe aktuell nicht sonderlich viel zu reden. Goldenrod City, genau. Nun, Frage Nummer 1, bevor ich jetzt weiterfahre.
Wir haben Geld. Das ist gut. Das ist die erste Frage, die beantwortet wurde. Zweite Frage. Haben wir Pokebälle? 9. Könnte reichen. Ich möchte mal kurz nachschauen, was für TMs man sich hier kaufen kann. Die Zeit werde ich jetzt auch mal nutzen. Das wird ein reiner Part, in dem wir irgendwelche nebensächlichen Sachen machen. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Wen das nicht interessiert, der sollte sich diesen Part nicht anschauen. Verkaufst du TMs? Nein. Wahrscheinlich der, der im oberen Geschoss ist. Wieso laufe ich ständig gegen die Wand? Meine Güte. So, du verkaufst doch bestimmt TMs. Nein, tust du auch nicht. Okay, verkauft auch keine TMs. Wie sieht's denn mit dir aus? Ja. Das wäre nicht sinnvoll, das wäre nicht sinnvoll. Okay, was ist das? Das ist eine Wasserattacke. Gibt es hier auch Donnerattacken? Okay, das wäre eine Donnerattacke scheinbar. Interessant. Was hat denn der andere anzubieten? Hat der auch noch TMs? Ja. Das sieht aus wie Schaufler. Das habe ich keine Ahnung. Und das scheint Erholung zu sein. Na gut, das ist jetzt alles nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ist aber nicht schlimm. Wir haben hier eine Donnerattacke und ich hoffe, die reicht aus. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn ja, wäre das schön. Aber ich weiß es nicht. Und ihr werdet es auch dann verstehen, wenn ich es sage, was ich vorhabe. Bin ich mir recht sicher. So, dann geht es nun Richtung Pokémon. Und zwar werden wir uns hier hinstellen und angeln. Warum gerade angeln? Ja, weil ich einen Wasser-Pokémon haben möchte und ich denke, das kriege ich da ganz gut aus dem Wasser. So, Angel ausgerüstet. Und los geht's. Nein. Okay, das erste Pokémon, was wir geangelt haben, ist ein Lumpy. Ein männliches Lumpy, das ist nicht das Pokémon, was ich suche. Tut mir leid, Lumpy. Ich werde es wieder so machen, dass ich wahrscheinlich 5 Pokémon angeln werde, also finde, und dann spule ich ein bisschen vor, um das für euch ein bisschen angenehmer zu machen. Und nun, zweites Pokémon ist wieder ein Lumpy. Weiblich, perfekt. Ich wollte ein Lumpy haben. Nun die Frage. Lumpy. Du bist nicht resistent gegen Donnerattacken. Das ist doof. Weil, ich weiß, Lumpy kann die Fähigkeit Voltabsorber haben. Und ich hätte doch echt gerne ein Lumpy mit Voltabsorber. Das fände ich ziemlich cool. Deswegen kann es sein, dass dieser Part recht lang wird, weil ich mich nur damit beschäftige, ein Lumpy mit Voltabsorber zu finden. Das wäre zumindest ziemlich cool, Lumpy mit Voltabsorber zu haben, weil ich denke, das ist eine ziemlich coole Fähigkeit. Aber das scheint alles zu treffen. Das ist doof. Ich bin gerade am Überlegen, ob das vielleicht auf Donnerwelle gar nicht wirkt. Hätte ich vielleicht vorher mal nachlesen sollen. Eigentlich ist Voltabsorber sogar relativ Standard. Das heißt, wenn man ein Lumpy trifft, hat das eigentlich zu einer recht hohen Wahrscheinlichkeit Voltabsorber. Außer es wurde in dem Hack abgeändert. Wenn ja, dann habe ich natürlich jetzt ein Problem und werde Ewigkeiten nach einem Lumpy mit Voltabsorber suchen und es nicht finden. Das wäre unschön. Pokémon Nummer 5? Ich glaube, das ist Pokémon Nummer 5. Lumpy, männlich. Nein. Okay, dann werde ich ab jetzt vorspulen. In der Hoffnung, dass ich dadurch schneller an das jeweilige Pokémon rankomme. Allerdings stehen die Chancen gerade recht schlecht scheinbar.
Und warum ich ein Lampi mit Voltabsorber finde, weil die Alternative zu Voltabsorber wäre, glaube ich, entweder eine Fähigkeit, die ich, mit der ich schneller auf wilde Pokémon treffe, was mir überhaupt nichts bringt, oder H2O-Absorber. Und H2O-Absorber finde ich recht sinnvoll. Deswegen hätte ich gerne Voltabsorber, weil Elektroattacken sind normalerweise normal effektiv. Wenn ich jetzt Voltabsorber habe, überhaupt nicht mehr effektiv. Dasselbe gilt natürlich auch für das andere. Für H2O-Absorber. Allerdings sind Wasserattacken sowieso nur maximal halb effektiv. Deswegen sehe ich da recht wenig Sinn drin, halt ein Lampi mit H2O-Absorber zu fangen. Sterndu, okay, die gibt es ja auch. Interessant. Jetzt habe ich wahrscheinlich Pech und finde kein Lampi mehr. Das wäre natürlich doof. Level 20. Und dann möchte ich natürlich noch ein weibliches haben. Weil wir noch bisher nur zwei weibliche Pokémon im Team haben. Immer schön ausgleichen. Gleiche Anzahl männlich-weiblich. Ich finde es gerade auch interessant, dass Sterndu gar kein Geschlecht hat. Das war mir nicht bewusst. Ich habe gerade tatsächlich ziemlich Pech, wenn ich mir das so anschaue. Ich hoffe wirklich, dass es überhaupt einen Lampi mit Voltabsorber gibt. Weil das wäre sonst enttäuschend. Vielleicht schneide ich das auch raus, wenn das zu lange dauert und ich nichts finde. Weil wir probieren das jetzt nochmal. Ah! Du hast Voltabsorber. Ich wollte gerade vorspulen, aber der hat Voltabsorber. Oh, der hat Voltabsorber. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Wie machen wir das Pokémon? Wie fangen wir das am besten? Ohne es umzuhauen. Du hast Voltabsorber. Was kann man am besten gegen einen Lampi einsetzen? Ich weiß, es hat eine recht gute Spezialverteidigung. Heißt, sie sollten eine Spezialattacke angreifen. Sinmas greift leider nicht speziell an. Wobei, du hast doch Zauberblatt, oder? Ja, aber du bist über Level 30. Ich habe die Befürchtung, dass er das umhaut. No risk, no fun. Sinmas darf rein mit Spezialattacke Zauberblatt angreifen. Gegen ein Level 16er Lampi. Welches Voltabsorber hat, was ich extrem cool finde. Bitte, Sinmas, hau es nicht um. Warum? Ja, es dürfte normal effektiv sein eigentlich. Es ist sehr effektiv. Verdammt, das ist tot. Okay, merke, Pflanze ist normal effektiv gegen Elektro. Das hatte ich anders im Kopf. Ich hab's vermasselt. Ah, okay, weiter geht's. Vielleicht schicken wir beim nächsten Mal Vranja hinein. Wäre zumindest keine schlechte Idee. Oh, das ärgert mich jetzt. Hätte nicht Sinmas reinschicken sollen. Das war doof. Aber welches andere Pokémon hat denn nicht effektive Attacken? Da hätte ich vielleicht Mara im Team lassen sollen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Ich möchte auf jeden Fall ein Lampi mit Voltabsorber. Das steht definitiv fest. Und ich hatte gerade ein Lampi mit Voltabsorber und hab's umgehauen. Aus Versehen. Sinmas war einfach zu stark. Und ich war doof, weil ich die Effektivität nicht richtig im Kopf hatte. Klar, Pflanze effektiv gegen Wasser, logisch. Aber Pflanze normal effektiv gegen Elektro, das hatte ich halt nicht so im Kopf. Doof gelaufen. Das klappt gerade alles nicht so gut hier. Ja, komm, 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 komm. Und ja, weiblich. Donnerwelle. Es hat keinen Voltabsorber. Okay, können wir gleich wieder vergessen. Schade. Schade, schade, schade. Wie gesagt, normalerweise ist halt Voltabsorber die Standardfähigkeit von Lampi, aus meiner Sicht zumindest. Aber es ist so schwer zu finden.
Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich da großartig kommentieren sollte. Auf jeden Fall hätten wir dann mit diesem Pokémon unser Team vervollständigt. Und das wäre extrem cool. Komm schon. Jawohl, du hast auch Volt Absorber. Okay, jetzt nochmal gut überlegen. Welches Pokémon können wir in den Kampf schicken? Wie sieht's mit Rania aus? Check. Wir könnten Will-O-Wisp einsetzen. Wir können tatsächlich Will-O-Wisp einsetzen. Wir wechseln auf Rania, setzen Will-O-Wisp ein. Dadurch verletzt sich das Pokémon immer weiter selbst. Beziehungsweise es verbrennt halt nach und nach. Und mit ein bisschen Glück können wir es dann fangen. Okay, Rania, klingt doch nach einem Plan, oder? Rania sagt nein. Okay, es macht wenig Schaden, das ist gut. Okay, Rania, nochmal. Ja, sehr schön. Prima. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Beziehungsweise können wir theoretisch anfangen, Pokébälle zu schmeißen. Mit ein bisschen Glück, naja, mit ein bisschen sehr viel Glück klappt das, aber ich glaube es einfach mal nicht. Nein. Nein, 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 das klappt nicht. Und dasselbe jetzt nochmal. Huch, das war die falsche Taste. Da wollte ich hin. Komm schon, geh in den Pokéball. Jawohl! Sehr schön. Sehr, sehr, sehr cool. Ich freue mich riesig. Da haben wir ein Lumpy gefangen. Möchten wir Lumpy einen Spitznamen geben? Natürlich. Und du kriegst einen Namen in Andenken, was heißt in Andenken, in Gedanken an jemanden, der zwar keinen YouTube-Account hat, aber den ich an eine Person, die ich kennengelernt habe. So. So. Du heißt Puri. Und damit ist unser Team endlich vollständig. Hat kein gewisses Wesen, also keine Tendenzen. Das ist in Ordnung. Da kann ich mitleben. Da kann ich sehr gut mitleben. Deine Fähigkeiten sind Donnerwelle, Flail, Watergun und Konfusstrahl und du hast als Ability Volt Absorber. Cool, sehr cool, ich freue mich riesig. Das erste, was nun gemacht wird, ist, dass du den EP-Teiler kriegst, den gerade irgendwer anderes hat. Ich glaube, es war KB. KB gibt den EP-Teiler wieder her, den braucht ihr anderes jetzt. Yep. Den kriegt jetzt nämlich Puri. So. Und dann haben wir bald ein Landturn in unserem Team. Mit Voltabsorber. Ich könnte mir gerade nichts Besseres vorstellen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber Landturn gehört mit zu diesen drei Pokémon, die ich früher schon mal im Team hatte. Und jetzt habe ich sie alle drei im Team, nämlich Stolunior, Gardevoir und halt Lumpy. Das sind die drei Pokémon, die ich früher schon mal in einem Team hatte und wieder in einem Team haben wollte. Weil die mir halt im Kopf geblieben sind. Und ich würde sagen, wir werden nicht die Angel benutzen, um damit Rad zu fahren, sondern wir werden das Fahrrad benutzen, wenn ich es ausgerüstet habe. Erstmal die Angel wieder weg. Fahrrad. So. Werden wir wieder in die nächste Stadt fahren, beziehungsweise in der Stadt, wo wir vorher waren. Und im nächsten Part werden wir dann regulär unseres Weges gehen, wenn wir Lumpy dann Surfer beigebracht haben. Und ich würde mal sagen, es ist auch schon fast wieder Zeit, mich zu verabschieden, weil der Part ist recht, naja, recht lang geht's vielleicht nicht, aber er ist lang geworden. Dafür, dass ich nur ein Pokémon gefangen habe bis jetzt, ist der Part schon recht lang. Aber wir waren erfolgreich. Und wir haben jetzt unser Team definitiv vervollständigt. Ich freue mich. Das nächste, was wir dann machen werden, ist wie gesagt Lumpy Surfer beibringen, damit wir
dem kranken Ampharos helfen können, indem wir die Medizin besorgen von der anderen Stadt. Dass ich so weit gefahren bin, um ein Pokémon zu fangen, ist auch schon wieder erstaunlich. Na, wie fahr ich da jetzt am besten lang? Kommt man da irgendwie hin, ohne zu kämpfen? Ich weiß es nicht. Wow, Tauros, wirklich. Hier gibt es Tauros. Würde gerne fliehen, falls es mich lässt. Danke. Ich habe mich gerade umentschieden, wir fahren nicht hier lang, wir fahren oben lang. Denn hier kommt man durch, ohne zu kämpfen. Wenn man sich geschickt anstellt, jawohl. Sehr gut. Da geht's lang. Und könnte ich ihm noch gleich Surfer beibringen? Und angesprochen habe. Und damit sind wir auch wieder in der Stadt, in der es weitergeht. Für uns im nächsten Part. Nachdem ich nun Lampi Surfer beigebracht habe. Wo sind die TMs nochmal? Da. Da war er schon. Surfer. Nein, das ist der Schneider. Surfer. Genau. Yep. Einmal Surfer für Huri. Und dafür hauen wir weg Aquaknarre, weil was ist denn das andere? Ich würde sagen, Aquaknarre kommt weg. Ja. Brauchen wir nicht. Wir haben jetzt Surfer. Huri hat Aquaknarre vergessen und lernt Surfer. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part Pokémon Storm Silver. Mutti, jetzt nicht anrufen. Ich möchte in Ruhe mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part Pokémon Storm Silver und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es regulär weitergeht, Richtung nächster Stadt. Bis dann. Ciao, ciao.